Das Trio Nils Lichtlein, Julian Köster und Co-Trainer Erik Wuttke sind wieder vereint. Das letzte Mal, dass die drei zusammen auf der Platte standen, war das U19-WM-Finale gegen Ägypten in Nordmazedonien 2019. Ja, macht immer Spaß. Je mehr Leute man hier schon kennt, besonders macht es dann Spaß, über so ein bisschen die Vergangenheit dann zu quatschen. Ja, freut mich jetzt auch, dass Nils dabei ist das erste Mal, also ist schon ganz gut. Trotz der Niederlage im WM-Finale gegen Ägypten blicken alle auf eine gute Zeit zurück. Eine Mannschaft, die sehr, sehr gute Balance hatte zwischen Disziplin, Fokus, Konzentration, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Freude und ganz viel Spaß allen, die dabei gewesen sind, bereitet hat, die sich in meiner Wahrnehmung untereinander sehr gut verstanden haben und die immer wussten, wenn es drauf ankommt, müssen wir Gas geben und es gibt aber auch Zeiten, wo wir ein bisschen relaxen können, ein bisschen Abstand nehmen können. Und ich finde, das hat diese Mannschaft ausgezeichnet, sowohl in ihrer Spielweise als auch in ihrem Alltag eine tolle Balance zu haben. Während Julian Köster seit 2021 zum Kreise der A-Nationalmannschaft zählt, ist Nils Lichtlein zum ersten Mal mit dabei. Eine ähnliche Rollenverteilung wie schon bei der WM 2019. Ja, das Küken, genau. Nee, er hat schon eine entscheidende Rolle auf Rückraum rechts damals gespielt. Abseits des Feldes. Still gewesen, aber hat seinen Job da gemacht. Stille Wasser sind tief, sag ich immer. Julian wirkt zwar relativ ruhig, aber schon sehr witzig und dementsprechend auch für die unerwarteten Seitenhiebe, glaube ich, zuständig gewesen im Team. Ja. Und Nils ist damals ein Spieler gewesen, der uns unglaubliche Geschwindigkeit im Angriff gebracht hat. Und Julian war natürlich ein Spieler, den ich vorher schon auch ein bisschen länger kannte. Und damals waren wir bei Julian in so einem Prozess zum Führungsspieler. Und irgendwann ist er der jüngste Kapitän in der Bundesliga beim VfL Gummersbach geworden. Und das zeigt mir, dass dieser Weg, genau wie Nils Weg damals in seiner Spielweise, tatsächlich in den Vereinen super fortgeschritten wurde. Und wir sind alle froh, dass die beiden jetzt auch bei der A-Mannschaft dabei sind. Und ich bin froh und glücklich, dass sie dabei sind. Jetzt geht es am Wochenende gleich zweimal gegen den Finalgegner von damals, bei dem es auch einige Spieler aus der U in die A-Nationalmannschaft geschafft haben. Ich glaube, sie haben so ein bisschen kreativ oder unorthodoxe Abwehr, also unangenehm, weil es halt nicht so klassisch ist. Haben Züge wie Spanien dabei, dass sie mal Kreuzungen rausnehmen, mal ein bisschen offensiver sich fallen lassen dann wieder. Und im Angriff, glaube ich, sind sie mittlerweile sehr variabel, haben sich wirklich gut entwickelt, körperlich stark und gefährlich, ja. Also ein besonderes Spiel für Erik, Julian und Nils, die nach über 1500 Tagen wieder gemeinsam auf der Platte stehen. Es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein.